So. Heute ist Montag und der 10. Arbeitstag. Heute war ich alleine und ich habe die Umbauung für den Wassertank gemacht. Ihr seht hier den 300 Liter Wassertank und den Kasten, wo der denn jetzt endgültig drin ist. Hier oben kommt noch eine Klappe, die man aufmachen kann, aber da fehlt mir das Holz noch, damit man da immer ran kann. Und da drauf wird dann eine Sitzfläche. Das heißt, da drauf wird bepolstert, hinten die Ecke wird auch bepolstert, damit man hier halt sich so ein bisschen hinflezen kann. Und ich habe den Anfang der Treppe. Das heißt, hier wird später die Treppe sein. Ich mache die zweiteilig. Das ist der feste Rahmen. Und daneben, also da drauf, die letzten, also fehlen ja jetzt noch 3 Stufen, weil 5 Stufen wird sie haben. Stufe 1 wäre hier, Stufe 2 fängt dann hier an und hier dann 3, 4 und 5, damit man halt oben ins Bett kommt. Und die oberen 3 Stufen, die werde ich abnehmbar machen. Das heißt, die wird man hier ruf machen können, aber auch wieder runternehmen können, damit man hier in den Technikraum wieder rankommt. Weil hier wird ja später die Wasserpumpe sein, die EcoFlow, die Warmwasserbereitung. Und da muss man ja auch immer wieder mal rankommen können, leicht. Und da werde ich hier so eine Art Kasten bauen, den man raufstellen kann, der dann halt gleich die Stufen hat. Mache ich morgen. Ich denke, ich werde morgen damit fertig. Weiß ich nicht genau, weil sowas ist immer ein bisschen zeitaufwendiger, so eine Konstruktion. Aber ich denke, ich werde das schon fertig kriegen. Könnt ihr gespannt sein, morgen Tag 11. Mal sehen, ob ich die Treppe denn fertig habe. Hier, die Quad-Garage ist ja schon fertig, habt ihr ja im letzten Video gesehen. Und wenn ich damit fertig bin, dann fange ich an, das Fenster einzubauen und da oben die Verblendungen zu machen. Also, bis morgen bei Tag 11. So, meine Freunde, ich habe gerade Mittag gemacht. Heute ist der 11. Arbeitstag. Und ich zeige euch mal, was ich heute schon geschafft habe. Ich habe den Unterteil der Treppe hier schon fertig. Das wird der Sockel und der obere Teil wird komplett abnehmbar, damit ich da drunter an die Technik später ran kann, ohne dass ich mich da irgendwo rinzwingen muss. Das heißt, du hast immer diesen großen Bauraum. Also die Sachen hier, die beiden, sind später hochnehmbar. Und dann hat man immer diesen Innenraum hier, um an die Pumpe, den Wechselrichter und die ganze Fahrzeugtechnik zu kommen. Hier jetzt weiter zum Tank. Und ich denke, die Treppe kriege ich heute auch noch fertig, also den Oberbau. Ich zeige euch heute Abend mal, wie weit ich gekommen bin. Bis nachher. So, ist 14 Uhr. Ich zeige euch mal, wie weit ich bin. Die Aufbauten für die Stufen sind fertig und jetzt kann ich euch mal zeigen, wie ich das mache, dass das hier später an Ort und Stelle bleibt. Und zwar habe ich hier so eine Art Bajonettverschluss. Das heißt, der Rahmen rutscht hier hinter die beiden Klötzchen. Und wenn wir den mal weglegen, die Platte wird noch an den Rahmen angeschraubt und die hat hier auch eine Zunge. Da habe ich extra beim Bauen so eine kleine Nut freigelassen und da greift die auch noch mal rein. Das heißt, die umfasst hier den Vierkant und das gleiche wird hier drüben auch sein oder beziehungsweise zur Hälfte ist es ja schon. Das heißt, du hast hier genau das gleiche System und das arretiert sich von alleine über die Schwerkraft und den Druck nach unten. Ich werde jetzt weiterbauen und mal die Stufen schneiden für die Treppe. Also nachher gebe ich nochmal ein Endfazit vom Tag 11, wie weit ich gekommen bin. So, meine Freunde, heute sehr spät, denn TikTok hat mein erstes Video verschwinden lassen. Also mein Tag 12 Video habe ich alles fertig gehabt, hochgeladen und dann war es auf einmal weg. Wir machen jetzt mal einen kleinen Nachtrag. Ich zeige euch jetzt mal den Tagesstand. Und zwar habe ich mich heute mal um den Technikraum gekümmert. Hier draußen ist schon der Außenwasseranschluss. Den braucht man zum Befüllen. Und zwar ist der ohne Druck.
direkt zum Tank. Das heißt, man kann den füllen von außen, aber auch ablassen. Das ist auch sehr wichtig, wenn man das Wohnmobil oder den LKW mal im Winter stilllegen will, dann ist das hier der tiefste Punkt und hier läuft der Tank leer. Oder halt man füllt ihn. Das ist eine sehr wichtige Einrichtung, halt wie gesagt, wenn man es denn halt im Winter mal nicht benutzen will. Im Innenraum, da wir heute wieder mal im Baumarkt waren, wie alle paar Tage, bin ich jetzt auch hiermit fertig, also der Sitzfläche. Das heißt, die ist jetzt klappbar. Und hier kommt später noch eine Bepolsterung drauf. Und das wird zum Sitzen, die Kiste. Und ich habe hier auch reges Interesse von den Leuten, die hier so vor Ort wohnen, wo wir sind. Und die haben mich die ganze Zeit gefragt, warum lasse ich hier diese Lücke? Da habe ich immer ein bisschen geschmunzelt und habe gesagt, das seht ihr dann am Ende. Und die Lücke hat eigentlich bloß den Zweck, dass die Klappe von alleine oben bleibt. Das heißt, die bekommt einen Winkel in die Richtung, damit sie nicht umkippen kann. Und später, wenn die Bepolsterung hier hinter ist, dann stört die auch nicht beim Aufklappen. Und das ist eigentlich der ganze Grund, warum ich das so zweiteilig gemacht habe. Und den Rest, den ich heute gemacht habe, oder den ganzen Tag, den seht ihr hier. Das heißt, da ist jetzt, natürlich muss ich mir den Schaum morgen noch wegschneiden, da ist jetzt der Außenwasseranschluss eingeschäumt und guckt da oben raus. Hier habe ich die zwei Kreise schon vorbereitet und hier seht ihr schon den Sicherungskasten. Die Moni hat eine EcoFlow. Das ist eine schöne Maschine, da ist All-in-One. Und da stecken wir den dann bloß noch in die EcoFlow ein und versorgen dann unseren ganzen LKW darüber. Das ist halt so eine Komplettlösung. Da ist der Akku gleich mit drin und Ladestrom und alles von alleine in dem Gerät. Das war ich eigentlich schon, mehr habe ich heute nicht geschafft. Aber das ist halt auch wieder zeitaufwendig, so einen Sicherungskasten zu planen und zu bauen und die ganzen anderen Kleinigkeiten. Weiter morgen, Tag 13. So, heute ist Tag 13 und wir haben uns heute den größten Teil mit der zukünftigen Eingangstür beschäftigt. Wir haben den Ausschnitt hier eingeklebt in den Rahmen, den wir hier machen lassen haben. Und darunter sind nochmal 2 cm Styrodur. Das heißt, die ist von der Dämmwirkung genauso gut wie die normale Außenwand. Und ich habe dann halt hier in der Seite überall Löcher rein gebohrt, dass wenn wir morgen den Rahmen einkleben, erstmal muss die Türblatt eingeklebt sein und festhalten. Und morgen kleben wir den Rahmen ein und dann verschraube ich das. Und dann hat der gute LKW endlich eine Eingangstür. Und in der Zwischenzeit, weil beim Kleben und beim Machen da an der Tür hat man viel Zeit zwischendurch, habe ich schon die Verblendung hier in der Quadgarage. Ich hatte ja gesagt, das ist noch nicht final, aber jetzt haben wir schon diese Leisten dran, weil wir ja Platten hatten, die waren vorgeschnitten. Und ich benutze lieber Material, was da ist, bevor ich dann nochmal welche Kurve, die dann vollflächig verdeckt hätten. Also muss man ja dann nicht wegschmeißen. Und drinnen haben wir jetzt diesen Bereich Quadgarage, Sitzkiste mit dem Tank drinnen, also der ist ja hier drunter, und Treppe fertiggestellt. An der Treppe kommen noch Kantenschienen ran, aber ansonsten ist es fertig. Und dass man die rausnehmen kann, sind hier zwei Seile drin und hier kommt man ja dann später an den Sicherungskasten ran und kann da an den Haupthähnen dann das Wasser abstellen, wenn es nötig ist. Und ansonsten kann man ja die ganze Treppe rausnehmen, wenn man in den Servicebereich will. Unten habe ich noch ein bisschen Lüftungsöffnungen geschaffen, damit vor allem im Winter dort ein bisschen die warme Luft reingehen kann vom Fahrzeug. Ja, das war unser Tagwerk. Morgen ist der 14. Tag, der letzte. Und dann bin ich erstmal für 2 Wochen nicht mehr hier. Und dann machen wir nochmal 3 Wochen Ende des Monats.
So ist es zumindest geplant. Und dann werde ich mit dem Rest hier auch noch fertig. Das Fenster ist ja leider auch noch nicht da. Das hat so lange gedauert, das anfertigen zu lassen hier, was hier rinkommt. Das hat ja, ja, da warten wir halt ewig schon drauf. Und dann kann ich halt auch den Rest hier oben fertig machen. Dann ist das hier schon mal ein Innen und ein Außen. Also morgen geht's weiter. Und los geht's. Dann schauen wir mal, was hier kommt. Ja. Okay. Wo ist dein Handy? Ist an. Ja, es läuft. Heute ist der 14. Tag. Der heißeste Tag des Jahres, und gefühlt. Wir haben die Tür eingebaut. Ich habe zwischendurch keine Bilder gemacht, weil wir die auf jeden Fall fertig haben wollten, weil das ist der letzte Tag, wo ich hier arbeite. Jetzt machen wir erstmal 3 Wochen Pause und dann jetzt nochmal weiter. Das heißt, wir haben hier das Türblatt mit dem Rahmen heute eingesetzt. Hat alles wunderbar geklappt. Wenn der Kleber trocken ist, dann machen wir noch die Reste weg. Aber das macht sich besser, wenn der ein bisschen angetrocknet hat. Und dann gehen wir mal rein und dann zeige ich euch das Ganze mal von innen. So. Komm rein, bring Glücker rein. Hier ist die Klinke. Sehr dezent. Ach, nur für den Übergang, aber das ist die Tür von innen. Das heißt, die ist genauso stark wie die Wände. Die ist auch 4 cm mit Dämmung. Das heißt, außen ist die Originalplatte plus die 2 cm Styrodurplatten. Und dann wird es innen noch immer verkleidet, wenn wir fertig sind mit der gleichen Verkleidung, die wir für die Wand wählen. Und dann habe ich heute bloß noch, weil alles so Kleinarbeiten sind, die man an der Tür machen kann, habe ich bloß noch meinen Stromkasten fertig bekommen. Und habe die Leitungen mal richtig ordentlich verlegt. Hier um die Ecke. Hier mache ich zum Beispiel eine kleine Schlaufe für jede Leitung, damit, wenn man mal irgendwo doch ein bisschen zu viel abgeknapst hat, hat man noch ein bisschen Restkabel. Und dann kann ich euch auch noch was erklären. Wir haben ja hier unseren Sicherungskasten für den LKW. Aber bei der Moni ist was ganz Besonderes. Und zwar machen wir jetzt hier nicht eine eigene Anlage ran, sondern die hat eine EcoFlow. Das ist so eine All-in-One-Lösung, Akku plus Laderegler plus Wechselrichter. Und die EcoFlow benutze ich ja dann quasi wie eine Steckdose. Und die hat keinen verpolungssicheren Anschluss, also kein CE-Anschluss, sondern nur so ein Schuko-Stecker, Steckdosen. Und da habe ich mir jetzt hier selber auf meinen Stecker die Phasen drauf geschrieben, L und N, und mästet bei der Steckdose denn aus, damit ich die nicht verpolen kann, weil ansonsten könnte ich den Stecker ja reinstecken, wie ich will. Das ist jetzt grundsätzlich kein großes Problem, also da würde jetzt nichts kaputt gehen, aber es ist für die Sicherung wichtig. Also da muss das muss halt stimmen. Vor allem für den FI-Schalter. Ich glaube, der Rest, da ist es glaube ich fast egal. Aber beim FI-Schalter, der würde da womöglich ja nicht auslösen. Das weiß ich jetzt ja nicht so genau. Aber wie gesagt, das kann so nicht passieren, weil mit dem Messgerät kann ich ja die L- und N-Polung an der Steckdose, also mit dem Phasenprüfer kann ich sie ja feststellen. Dann stecke ich die richtig drin, markiere die und dann bleibt sie ja fest verbunden und betreibt dann die ganzen Stromgeräte im LKW von dieser Zentrale aus. Ja, das habe ich heute geschafft und mein Tagwerk. Ich gebe mal wieder zurück und dann kann Martina, weil heute ist es wirklich mega heiß, kann die euch mal zeigen, wie ich die Treppe zumache. Stell dich mal hier hin. Ja. Kannst du das mal von der Seite sehen? Es regnet leider hier drin. Also ist noch nicht ganz trocken hier im LKW. Es regnet noch durch die Decke. Deswegen bin ich nass. Hahaha. So. Wir haben hier 35 Grad drin. Und zwar habe ich mir gestern noch so eine schöne Lasche hier angemacht und kann jetzt meine Treppe. So, über meinen Versorgungsreihraum einhaken. Ist jetzt auch hier fest drin. Und habe jetzt meine kleine Stufe noch. Weil hier kann ich an den Sicherungskasten, später auch an die Absperrreine. Und die EcoFlow kommt auch hier vorne drin. Das heißt, ich habe alles hier vorne im Zugriff unter der Stufe. Und wenn ich mal wirklich ran muss,
kann ich kein Treppenpodest rausnehmen und habe da wieder einen halbwegs vernünftigen Bauraum. Außerdem kommt später hinten noch hier an die Wand ein Boiler und der braucht auch mehr Höhe. Das heißt, ich habe hier immer mehr Platz und kann meine ganze Technik dann später hier drunter haben. Die Treppe führt hoch ins Bett und neben ist der Sitzbereich, ne? Und der Sitzbereich, genau, der ist ja eigentlich auch dann das Lager vom Wassertank. Das heißt, der ist hier drunter, habt ihr ja schon zu Genüge gesehen, aber jetzt ist es voll, also voll funktionsfähig. Das ist der Block und das war auch das, was ich fertig haben wollte. Im ersten Abschnitt, ne? Der ist jetzt fertig heute. Im ersten Abschnitt, ja. Das sind 3 Wochen gewesen. Und die nächsten 3 Wochen kann ich euch eigentlich auch erzählen, was wir da planen. Da werde ich hier die ganze Wand mit einem Regallager, also mit Schubfächern, wo man Eurokisten drin schieben kann, vom Boden bis zur Decke, für Eurokisten machen. Das heißt, man kann eine Eurokiste drin machen, seinen Krimskrams drin haben. Und dann wird ein Oberschrank über die ganze Seite, 7,30 Meter lang, bis hier hingezogen. Zack. Und mehr wird hier nicht eingebaut. Also an Schränken. An Schränken, ja. Weil dann wird so viel Stauraum beinhalten, dass es vollkommen ausreicht. Und dann kommt hier drunter noch eine Küchenzeile. Das heißt, der gesamte Rest bleibt frei. Aktuell haben wir noch keine Pläne. Also Moni wissen wir nicht genau, was sie damit machen will. Aber der Rest ist noch... Freifläche. Sie möchte halt so viel Raum wie möglich und das habe ich so über diese Konzeption ihr gewährleistet. Das heißt, sie hat einen großen, riesen Eingangsbereich, hier offenen Lichtraum, hier kommt viel Licht rein. Trotzdem alles schön verstaut. Die Terrasse, genau, trotzdem genug Platz, auch simpler Platz. Also einfach eine Eurokiste drin erstellt. Etikettiert. Das heißt, es ist sehr pragmatisch. Die Moni ist sehr pragmatisch und das passt dann zu ihr ganz gut. Also kein großer Schnickschnack und trotzdem finde ich, ist so ein bisschen LKW-Hausbau-Feeling mit einem großen Lichtbereich im Hinteren. Dann wird die Ladebordwand ja auch... Wir stehen hier unter dunklen Bäumen, also wir haben hier nicht viel Sonne und es ist trotzdem hell, sehr hell. Die Ladebordwand wird voll funktionsfähig als Balkon sein. Das heißt, man hat dann hier die Ladebordwand, hier öffnet sich ein großer freier Raum. Wird ein schönes Projekt, denke ich. Na gut, bis dann zum zweiten Teil. Wir machen ein paar Wochen Pause und dann geht's weiter. Tschüss!